Konkurrenzsituation ist logischerweise ziemlich groß bei uns. Wir haben einen breit aufgestellten Kader und wir haben gezeigt, dass wir in vielen verschiedenen Varianten gute Spiele machen können. Wir haben mit Ausnahme von, so wie es aussieht, mit Ausnahme von Dusch und Schwento auch den ganzen Kader zur Verfügung fürs Wochenende. Und wir erwarten einen Gegner, der schwer auszurechnen ist. Eine Mannschaft, der man immer zutrauen kann, Spiele zu gewinnen, weil sie in der Lage ist, auch wirklich mit ihrer Offensivqualität auch permanent für Gefahr zu sorgen. Ja, wir haben viele Varianten. Ich werde es nicht erzählen, was wir vorhaben. Aber wir haben natürlich gesehen, dass es das jetzt keine Überraschung für uns, dass Martinovic beide Positionen in beiden Systemen mit einem Viererkette als Außenverteidiger spielen kann, mit einem Dreierverteidiger und weiter nach vorgeschoben spielen kann. Das ist für uns auch keine Überraschung, dass der Jonas im Zentrum spielen kann. Also, und dass Matze schon oft bei uns gespielt hat, ist jetzt auch keine Überraschung. Und wir werden jetzt schauen, was der Gegner jetzt anbietet. Und hoffen dann auch die richtige Entscheidung zu treffen. Aber es ist schwierig. Es wird natürlich härter. Es sind ja auch Spieler, die jetzt auch noch weniger Spielzeit gehabt haben. Die sind permanent in der Lage, sich für die Mannschaft zu qualifizieren. Wir versuchen, ob man das glaubt oder nicht, aber wir versuchen, die bestmögliche Formation für den FC auflaufen zu lassen. Und ich erinnere nur daran, dass wir vor 3 Wochen eine Diskussion gehabt haben, was mit Yannick Gerhard ist, und der kann sich qualifizieren. 2 Wochen später reden wir über den nicht mehr. Das ist logischerweise ein anderer draußen dafür, über den man jetzt wieder nicht mehr redet, der sich dann wieder qualifizieren kann. Also wir schauen auf das, was wir sehen, auf das, was wir wahrnehmen. Nicht alles, was wir sehen, deckt sich mit dem, was andere Menschen sehen, und wir sind in der Verantwortung, versuchen dann die bestmögliche Formation rauszubringen. Und wir haben natürlich, wenn die Jungs gut unterwegs sind und gut drauf sind, mehrere Varianten, mehrere Spielideen und mehrere Möglichkeiten. Das macht es interessant, möglicherweise ein bisschen schwieriger, aber das ist ein Problem, unter Anführungszeichen, dem ich mich gerne stelle. Ne? Also, ich möchte nicht tauschen mit jemandem, der schaut, wo er seine ersten 11 findet. Ne? Also, wir haben schon ein paar mehr. Das weiß ich schon zu schätzen. Und das ist ein Kompliment an die Spieler.